Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, überraschenderweise heute mal in tiefster Nacht in Tamriel. Warum, weiß ich nicht so genau, weil wir ja immer hier gestartet sind und ich auch jetzt immer ungefähr um die gleiche Zeit aufgenommen habe. Aber gut, so unterschiedlich können auch die Zeiten in Tamriel sein. Wir sind immer noch in Gradwald und zwar sind wir hier oben, so ein bisschen oberhalb rechts vom Wegschrein Rotfell Handelsposten. Da wartet jetzt die vorletzte Quest auf uns hier in diesem Gebiet und ich hoffe, dass wir beide noch in dieser Folge durchziehen können. Ich hoffe, dass die nicht zu lang ist, aber auch jetzt nicht zu kurz, weil ich möchte schon gerne noch ein bisschen was machen. Sie ist alles, was mir noch geblieben ist. Worum geht's? Hoffentlich könnt ihr mir helfen, gute Reisende. Sie haben sie und ich bin verzweifelt. Wo liegt denn das Problem? Meine Tochter Larasee. Banditen haben sie entführt und ich habe nicht genug Gold, um das Lösegeld zu bezahlen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Habt ihr es den Wachen erzählt? Nein, das bringt nichts. Die Wachen stecken mit den Briganten unter einer Decke. Sie werden bestochen. Bitte, niemand sonst kann mir helfen. Ich werde euch helfen. Wo soll ich suchen? Ich glaube, sie halten meine Tochter in einem nahen Lager gefangen. Ihr müsst ihr helfen. Ja. Keine Angabe, wo das Lager ist. Das ist immer gut. Dann schauen wir mal. Können wir hier auf der Karte was sehen? Ach, da unten. Okay. Es wird anscheinend doch eine relativ kurze Angelegenheit. Das ist natürlich nicht so dolle. Gehen wir denn jetzt hier am besten... Sarah, ich darf nicht gleichzeitig oben auf der Karte gucken und dann einfach durchlaufen. So. Oh. Nehmen wir mal links hier. Oh, Hallöchen. Ich nehme natürlich auch mit. So, dann theoretisch sollten wir... Seid ihr hier, um mir zu helfen? Ja, bin ich. Schnell, bindet mich los. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Den Larasee losbinden, okay. Von den Seiten! Nello hat noch eine arme mitfühlende Seele geschickt. Jungs, kommt her! Findet Beweise für die Verstrickung. Die müssen wir hier finden. Geh, ein bisschen Druck auf Nellor und schon haben sich unsere wöchentlichen Einnahmen verdreifacht. Er hat ein gutes Auge für Trottel mit vollen Geldbörsen. Wenn er dieses Auge behalten will, schickt er mehr von denen in unsere Richtung. Ihr hattet recht, Gastwirte eignen sich wirklich hervorragend für diese Dinge. Sie haben ein Talent für Lügen und haben mit so vielen Reisenden zu tun, dass sie die leichten Ziele einfach erkennen können. Bezahlt ihnen gerade so viel, dass ihre Hände schmutzig sind und sie werden nie bei den Wachen petzen. Wir sollten mit dem Boss über eine Expansion unserer Geschäfte reden. M. Ja. Dann müssen wir noch mal mit Nellor sprechen. Kann ich hier... Kürze ich lieber nicht ab. Sonst knallt er mir da unten irgendwo vor. Ich kenne ja mein Glück. So, der war hier drin, ne? Ja. Was macht ihr hier? Warum rettet ihr nicht meine Tochter? Ihr wolltet mich überfallen lassen. Wartet! Ihr versteht das nicht. Sie haben mich gezwungen, es zu tun. Ich meine, ja, sie haben mir einen Anteil an ihrer Beute gegeben. Aber welche Wahl hatte ich denn? Sie haben gedroht, mir alles zu rauben, was ich besitze. Ich bringe euch zur Obrigkeit. Alles, was ihr wollt. Selbstverständlich habe ich nicht ein Goldstück von dem ausgegeben, was mir die Banditen überlassen haben. Ich konnte es nicht ertragen. Ich gebe euch gerne alles, was ich habe, wenn ihr ein Auge zudrücken könntet. Bitte. Ich werde darüber nachdenken. Lasst uns gehen. Denkt ganz genau nach. Es würde sich für euch lohnen und ich verspreche niemals wieder etwas mit diesen Banditen zu schaffen zu haben. Ihr müsst mich nicht anzeigen. Bringt mich einfach nach draußen hinters Haus und ich gebe euch alles aus meinem Versteck. Mhm. Macht er das denn wirklich? Ach so, erfüllt ein Ziel. Übergebt Nello der Obrigkeit, bringt Nello zu seinem Geheimversteck. Ja, es ist so, es ist wieder so ein Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite sollte er definitiv
ja, an den Pranger, oder wie sagt man das so schön hier? Auf der anderen Seite haben die ihn ja auch dazu gezwungen. Das kam schon so rüber. Das Geheimversteck ist hier hinten. Die Frage ist nur, wenn ich ihn jetzt zum Geheimversteck bringe, haut er dann ab oder gibt er mir wirklich das Geld? Ich meine, Geld kann ich natürlich gut gebrauchen. Deswegen wäre das jetzt schon ganz gut. Wo soll denn das sein? Hier unten drunter oder was? Tiefer, ja. Kommst du mit runtergesprungen? Ihr lauft natürlich wieder hinten rum, war ja klar. Ah, das ist sein Geheimversteck hier hinten. Wo ist er denn? Hallo? Selbst Funke hat sich schon hierher... Ah, da ist er. Hier ist es, wie versprochen. Gut, eine Abmachung ist eine Abmachung. Ihr werdet mich nicht wiedersehen. Vielen Dank. Jetzt verschwindet von hier. Habt vielen Dank, dass ihr diese kleine Indiskretion meinerseits überseht. Ich verspreche, so etwas wird nicht wieder vorkommen. Ich bedauere es aufrichtig, so viel Leid ausgelöst zu haben. Er verspricht, das wird nicht wieder vorkommen. Ja, und der Nächste, der erpresst ihn dann wieder und dann kommt das trotzdem wieder vor, ne? Also, wir haben... Oh, das... Ja, also das können wir mal zusammenrechnen. Sind etwas über 400 Gold. Das ist nicht ganz so viel, wie ich gehofft hatte, weil der ja von ganz viel Gold gesprochen hatte. Aber naja, wir haben auf jeden Fall mittlere Händlerhandschuhe in verziert erhalten. Und wer das bis jetzt noch nicht weiß, verziert bedeutet, dass man 285% mehr vom Verkaufspreis erhält. In diesem Fall wäre das jetzt 109, wenn wir das verkaufen. Ich glaube, er zeigt auch immer das an mit diesen 285%. Plus natürlich nochmal die 338 Gold. Ist nicht so viel, aber ist schon in Ordnung, sage ich mal. Aber dafür will ich dich auch wirklich nicht mehr sehen. Hat er sich einfach hier wegteleportiert. Na gut, dann mache ich mich jetzt mal eben auf. Obwohl, da können wir eigentlich auch direkt mal kurz gemeinsam hinreiten. Ich glaube, oh. Es sei denn, dass ich hier irgendwo zwischen stecke. Ich glaube, das ist jetzt nicht so. Habt ihr schon gehört, dass Rajins Umhang in der Verlinde... Ja, jetzt redet doch nicht alle gleichzeitig mit mir, Leute. Rajins Umhang? Ja, Rajins Umhang, genau. Das war eine der ersten Quests, glaube ich, die ich hier gemacht habe. So, dann schauen wir jetzt mal. In den Weltbussen musste ich eigentlich auch nochmal gucken. Ach, das war das. Nee, das war nicht das. Du bist was ganz anderes. Seid mir gegrüßt, Reisende. Archimbert ist mein Name, auch wenn die meisten mich einfach nur Bert nennen. Ihr seid willkommen, euch an meinem Feuer zu wärmen. Oh. Entschuldigung. Selbst im Süden kann ich diese alten Knochen nicht warm halten. Teilt mein Feuer, wenn ihr wollt, solange ihr keinen Ärger bringt. Der Krieg ist für jüngere Männer als mich. Was macht ihr hier? Ich untersuche die Ruinen, um genau zu sein, den Aileidenbrunnen. Es heißt, das Licht von Aileidenbrunnen hätte eine verjüngende Wirkung. Ich hatte gehofft, herauszufinden, ob sich das Licht in einem Behältnis wie diesem hier speichern lässt. Was habt ihr herausgefunden? Bislang noch nichts. Als ich in die Ruine kam, waren überall Wurmkultisten. Ich bin nur ein alter Mann, der sich mit Büchern besser auskennt als mit Schwertern. Deshalb habe ich keine Chance, den Aileidenbrunnen auf eigene Faust zu erreichen. Trotzdem hatte ich die Hoffnung, dass sie inzwischen abgezogen sind. Der kampiert jetzt hier die ganze Zeit, oder was? Ich kann den Brunnen erreichen. Lasst mich euch helfen. Ich kann euch nicht bitten, euer Leben zu riskieren, aber ihr seht aus, als ob ihr euch wehren könntet. Und ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn die Wurmkultisten ein wenig Ärger bekämen. Nehmt diesen Kristall und verwendet ihn, um das Licht aus dem aileidischen Brunnen zu sammeln. Könnt ihr mir erklären, wie dieser Aileidenbrunnen aussieht? Also, ich vermute mal, das ist der, wo wir schon
Ich glaube, mit Tarn war das drin gewesen, sind hier vorne im Verlies. Er wird kaum zu übersehen sein. Er liegt aber nicht außerhalb der Ruine und wird wahrscheinlich in irgendeiner großen Kammer schwer bewacht. Seid bloß vorsichtig. Also wenn das der ist, den ich denke, dann stand da nur ein kleiner Verliesboss vor. Was möchte der Wurmkult an diesen Ort? Woher soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Mann, der in der Finsternis übelste Untaten ausheckt? Ich bin zu alt für eine Welt, die so seltsam geworden ist. Ich kann es dir gerne erzählen. Der Wurmkult war nämlich da, als wir die Sache mit Tarn gemacht haben. Ja, ich erzähl's dir lieber nicht. Der guckt mich hier gerade so total bedrüppelt an. Okay, es ist aber auf jeden Fall das gleiche Verlies, wo wir jetzt gerade reinlaufen. Wobei der Wurmkult immer noch da sein sollte. So, genau, da am Ende, wo der Boss ist, da ist nämlich der Aleidenbrunnen. Das müssen wir nur mal schauen. Abkürzen können wir nicht. Mal durchlaufen. Ja, jetzt mach mich hier doch nicht langsamer. Funke spielt schon mit euch, ist alles gut. Ich weiß, du kannst ziemlich nervig sein, wenn du mir immer hinterher springst. Guten Tag. So, bei dem weiß ich, der kommt mir auf jeden Fall hinterher. Na, wo bleibe ich denn jetzt hängen? So, sprecht mit ihm. Und die können wir auch wieder mitnehmen, sehr schön. Diesmal nehme ich aber nur die untere mit, damit das nicht ganz so lange dauert. Ist noch was? Das ist offen. Der eine sollte mir jetzt entgegenkommen, weil wir den überlaufen haben. Oder auch nicht. Ach, den hat Funke bestimmt, oder? Entweder war jetzt hinter uns noch einer, was ich nicht glaube, sonst wären die ja auch weg da vorne. Oder Funke hat den platt gemacht. Das kann natürlich sein. So. Der Herr ist hier unten. Wieder da. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Und ich kann die aileidische Energie spüren, die ihr tragt. Also muss ich gar nicht nach eurem Erfolg fragen. Ich hoffe, ihr habt den Wurmkultisten viel Ärger bereitet. Nicht wirklich, bin durchgelaufen. Hier, nehmt euren Kristall. Ach, wunderbar. Ich kann mir eure Heldentaten sehr gut vorstellen. Es tut mir leid, im hohen Alter erlebt man die meisten Freuden nur noch aus zweiter Hand. Wenigstens habe ich immer noch meine Forschungen, bei denen ihr mir immens geholfen habt, wie ich hinzufügen muss. Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Und wir haben einmal schwere Handschuhe in Lehrend erhalten, allerdings ohne Set. Die Frage ist jetzt... Nö, er macht nichts mit dem Kristall. Ich dachte, vielleicht verjüngt er sich jetzt hier noch oder sowas. Macht er nicht. Na gut, dann war das jetzt heute tatsächlich mal eine, ich gucke nochmal eben nach, eine kürzere Folge. Wir haben jetzt alle Quests, soweit ich das sehe, in Gradwald erledigt. Sollten mir irgendwann, das nur mal so als Info, irgendwann mal doch noch ein oder zwei Quests über den Weg laufen, die jetzt hier nicht angezeigt wurden durch das Add-on, dann werde ich natürlich diese Quests auch noch mit euch durchgehen, aber die werde ich dann separat machen, also nicht, wenn wir in Gradwald sind. Es kann schon mal passieren, dass man dann mit dem Account spielt und dann plötzlich denkt, oh, warum ist hier jetzt noch eine Quest? Die wurde nicht angezeigt. Und ja, die werde ich dann dementsprechend aber auch annehmen mit euch zusammen und werde die dann auf jeden Fall auch machen. Wenn euch natürlich noch irgendwas einfallen sollte, wo noch irgendwie eine Quest ist, sei es jetzt hier in Gradwald oder auch in den zukünftigen Gebieten, die ich jetzt wirklich übersehen habe, weil sie halt nicht markiert ist, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich möchte natürlich alle Quests mit euch gemeinsam durchgehen.
Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im nächsten Gebiet wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.